Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren interaktiven Konzert der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Diese Konzertreihe wurde letztes Jahr als Kooperation zusammen mit dem Hospital zum Heiligen Geist gegründet. Ich bin Luisa und ich werde heute mit Benedikt zusammen spielen. Wir haben ein Programm von der Spätromantik bis zum Impressionismus vorbereitet und freuen uns schon sehr darauf. Dies passt auch gut zu unserer Instrumentenzusammenstellung. Beginnen werden wir mit O Canto do Cisne Negro, der schwarze Schwan, der Gesang des schwarzen Schwans von Villa Lorosch. Es ist für Cello oder Geige und Harfe geschrieben und er hat es als Gegenentwurf zum allseits bekannten Schwan von Saint-Saëns komponiert. Es wird beschrieben als Tanz der Pantomime und ist ein Extrakt aus der symphonischen Dichtung Naufragio de Kleonikos, der Schiffbruch von Kleonikos. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. Meine Damen und Herren,
Das nächste Stück hat überraschend in den letzten Tagen ziemlich an Bedeutung gewonnen. Es ist von Max Bruch und heißt Kol Nidrei. Dieses Kol Nidrei wird eigentlich am höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur, dem Versöhnungstag, vor dem Abendgebet gesprochen bzw. gesungen. Und an dieser Melodie hat Max Bruch sich orientiert und ein Werk geschaffen für Cello und Orchester oder in dieser Bearbeitung mit Harfe, eine wunderbare Bearbeitung. Ja, wie schon gesagt, es ist ein Versöhnungstag, es ist ein Tag, an dem es darum geht, den anderen Menschen zu vergeben. Und so heißt dieses Kol Nidrei übersetzt, alle Gebote, alle Gelübde, die ich abgegeben habe, anderen Menschen gegenüber und Gott, bitte ich darum, dass sie ungültig werden, sodass ich, der ich unbesonnen solche Gelübde abgegeben habe, frei davon bin und wieder allen Menschen gegenübertreten kann, ohne diese Last, die ich mir selbst aufgebürdet habe. Darum geht es und das ist wunderbar in diese Musik gefasst. Ein zweiter Teil dieses Stückes orientiert sich nicht mehr direkt an der Liturgie und ist im Prinzip diese Versöhnung. Sie werden es hören, das ist ein unglaublicher Wechsel in der Stimmung. Und weil dieses Stück so ruhig, so friedlich, so in einer anderen Sphäre endet, haben wir uns dafür entschieden, danach, ohne eine Ansage, direkt von Gabriel Fauré, Après ce rêve spielen. Das heißt auf Deutsch, nach einem Traum. Und genau das ist es. Es holt einen eigentlich zurück in die Wirklichkeit. Also es ist ein Lied von ihm, in dem es darum geht, diesen Traum, den man gerade noch hatte, irgendwie nochmal fassen zu wollen, um dann wieder in der Realität anzukommen. Und wir dachten, das ist eine sehr schöne Komposition für diese beiden Stücke. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. Thank you.
Meine Damen und Herren, das nächste Stück ist von Claude Debussy und eine Sonate für Violoncello und Klavier oder Harfe. Es ist eine unglaubliche Bereicherung, dieses Stück mit Harfe spielen zu können, spielen zu dürfen.
weil es unglaublich viele neue Farben hineinbringt, speziell im zweiten Satz. Sie werden es merken, es ist ein Satz, der von Pierrot Lunaire inspiriert ist und ganz viel Witz im Zusammenspiel der beiden Instrumente enthält, was phänomenal mit der Harfe funktioniert, da sie auch ein Instrument ist, das pitzen kann, das nicht irgendwie wie ein Klavier die Saite nur anschlägt, sondern die Saite mit dem Finger bedienen kann, und das geht ganz viel hin und her, Sie werden es merken. Diese Sonate selbst hat Claude Debussy kurz vor seinem Tod 1915 geschrieben. Sie war eigentlich gedacht als eine von sechsen für verschiedene Instrumente, von denen er allerdings nur drei vollenden konnte vor seinem Tode. Und das Besondere an diesen Sonaten ist, dass er versucht hat, sich zurückzubesinnen auf die französische barocke Tradition. Es war Erster Weltkrieg, die Deutschen waren die Feinde, und so hat er versucht, aus dieser großen alten Tradition neue Musik, neue Klänge zu suchen, zu finden, und das ist ihm hier phänomenal gelungen. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei. Thank you.
Thank you.
Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Ihnen hat diese letzte halbe Stunde genauso viel Freude bereitet wie uns. Und als kleine Zugabe werden wir nun, wie ich es schon eigentlich angekündigt hatte, den Schwan, den französischen Schwan von Camille Saint-Saëns spielen, aus dem Karneval der Tiere. Gleich im Anschluss gibt es noch ein kleines Gespräch mit einigen von Ihnen und darauf freuen wir uns auch schon sehr, weil das eine besondere Möglichkeit ist, sich nochmal auszutauschen. Vielen Dank.